Ja, die digitale Tapas-Bar ist eröffnet. Mit diesen Worten begrüßten wir im Mai 2020 Dozentinnen der lehrerbildenden Universitäten in Jena und Erfurt zu unserem virtuellen Corona-Weiterbildungsformat. Warum ihr jetzt alle Hunger bekommen sollt und was es mit den digitalen Häppchen auf sich hat, das erfahrt ihr in diesem Talk. Darf ich vorstellen? Das ist Anna. Anna ist Lehrerin an einer Thüringer Gemeinschaftsschule und Dozentin in der Lehrerinnenbildung an der Universität. Im Klassenzimmer wie im Hörsaal begegnet Anna Lernenden mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Für Anna ist die Vielfalt der Lernenden dabei immer wieder eine große Herausforderung. Anna unterrichtet ihre Schülerinnen und Studierenden nicht erst seit der Corona-Krise online oder hybrid. Sie hat die Vorteile des orts- und zeitunabhängigen Lehrens und Lernens schon vor einiger Zeit für sich entdeckt und schon einiges ausprobiert. Anna fragt sich deshalb, wie sie der Heterogenität im virtuellen Lernraum begegnen und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden gerecht werden kann. Sie möchte also wissen, wie sie die Lernenden dazu befähigt, selbstgesteuert zu lernen, kollaborativ zu arbeiten und möchte dabei aber auch noch Acht geben, dass sie sich als Lehrende nicht überlastet. Von Kolleginnen hat Anna erfahren, dass sie sich in der digitalen Tapas-Bar des hochschulübergreifenden Projekts der lehrerbildenden Hochschulen in Thüringen weiterbilden kann zu Fragen des heterogenitätssensiblen E-Learnings. Die Bar ist immer geöffnet und das Weiterbildungsangebot dort ist kostenlos. In der digitalen Tapas-Bar anbekommen, sieht Anna die Menükarte und findet dort Fortbildungsmöglichkeiten und Toolvorschläge zu drei Grundsätzen, die sie bereits aus dem Präsenzunterricht kennt. Es geht darum, Heterogenität zu diagnostizieren, eine Feedback-Kultur unter allen Beteiligten zu etablieren und Gruppenprozesse strukturiert zu gestalten. In den Webseminaren erfährt Anna, wie man mithilfe von Online-Tools das Vorwissen erfragt oder etwas über die Motivation der Lernenden herausfindet. Mit diesen Erkenntnissen kann sie ihre Lernangebote besser auf die Zielgruppe anpassen und erfährt viele spannende Dinge über ihre Teilnehmenden. Sie erfährt, wie sie mit der digitalen Unterstützung selbst Feedback gibt und Rückmeldungen von den Teilnehmenden einholt und damit einen kollaborativen Qualitätszirkel etabliert. Feedback holt sie sich seitdem übrigens mehrfach einfach zwischendurch ein und kann so schneller auf die Bedürfnisse von Schülern und Studierenden reagieren. Außerdem erfährt Anna, wie sie unterschiedliche Sozialformen einsetzen kann, um die Interaktion und Kommunikation der Lernenden zu strukturieren. Sie fördert damit eine ergebnisorientierte Zusammenarbeit und hat die Erkenntnisse nachhaltig für alle Lernenden festgehalten. Also zwei Schritte in einem. Durch den Besuch der digitalen Tapas-Bar entsteht für Anna mehr Klarheit über die Voraussetzungen ihrer unterschiedlichen Lernenden und sie kann diese Überlegungen in die Lehrplanung einfließen lassen. Die Lernenden können deswegen die Aufgaben leichter bearbeiten und beteiligen sich vermehrt an Gruppenprozessen, die Anna besonders wichtig sind, weil man gemeinsam besser lernt. Wenn du also auch in der Lehre tätig bist, dann mach es doch wie Anna. Achte auf Vielfalt im Unterricht, im Hörsaal und im Rahmen virtueller Lehre. Komm doch mal vorbei in die Tapas-Bar und probiere unsere digitalen Snacks für heterogenitätssensibles E-Learning. Jetzt wisst ihr also so ungefähr, was die Lehrenden bei uns in der Tapas-Bar so alles machen können. In den einstündigen Webseminaren zu den eben vorgestellten Themen gibt es inhaltliche Impulse. Danach werden die benannten Tools gemeinsam erprobt und danach steht die Zeit für den Erfahrungsaustausch der Teilnehmenden im Fokus. So entstand im letzten Sommersemester eine Community of Practice mit mehr als 50 Teilnehmenden. Die verwendeten Tools der Tapas-Bar sind übrigens alle für den Einsatz in der Schule geeignet. Damit wollen wir Hochschullehrenden den pädagogischen Doppeldecker ermöglichen. Die Verwendung dieser Tools bringt also für die Studierenden die Möglichkeit, Nutzerperspektive zu erfahren und senkt deswegen die Hemmschwelle, die Tools selbst später im Unterricht einzusetzen.
In unserer digitalen Tapas-Bar ist es übrigens wie in einem echten Restaurant. Manche unserer verdaulichen Häppchen sind Leibgerichte, andere muss man nachwürzen und wieder andere wird man nicht noch einmal bestellen. Es gibt sie also nicht, die Lösung und das Tool. Aber unter uns gesagt, das Prinzip gilt analog wie digital. Das brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Wie es mit der Tapas-Bar weitergeht, entscheidet sich im Herbst. Projektgelder gibt es im Moment noch bis März 2021. Das Anerkennen von Vielfalt und die Voraussetzung für eine Lehrkompetenz im heterogenitätsentliebenden Sinn ist deshalb ein großes Anliegen von uns und deswegen geht die digitale Tapas-Bar nun auch an Schulen. Denn die Welt des Lernens ist und bleibt überall bunt.